Komm mal zu mir. Nice. Du hast 4 Augen. Oh, haben die Zähne. Die stecken wir am besten schnell weg, bevor uns ein Finger beißt. Hallo und herzlich willkommen zu Subnautica Below Zero. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die überwiegende Mehrzahl von euch hat dafür gestimmt, dass wir sofort loslegen und keine Sekunde länger verschwenden und uns hier sofort die neue Welt anschauen. Das heißt, wir gucken hier mal wieder so ein bisschen rein und ich denke, wir gehen das Ganze ein bisschen ruhig an. Es wird wahrscheinlich nur ein Video die Woche kommen oder so in der Art, damit wir vielleicht noch so ein paar von den entsprechenden Updates dann mitbekommen. Und wir gucken uns das trotzdem jetzt direkt mal weiter an. Ich kann es nämlich auch nicht wirklich erwarten. Also, das ist schon, wir können jetzt nicht ewig hier auf die neuen Patches warten. Ich denke mal, das wird wieder so ein Jahr dauern, bis wir hier aus dem Early Access rauskommen. Und es ist einfach zu lange. So lange können wir nicht warten. Das ist super schön hier. Und es wird gerade dunkel. Da ist der Mond. Der andere Planet ist da hinten. Und oh, jetzt ziehen Wolken auf, ganz plötzlich. Ja, ich habe was festgestellt. Und zwar ist mir aufgefallen, diese Weltraumstation fliegt unter den Wolken. Das ist ein bisschen komisch. Und die Blitze. Die Unwetter sind echt ziemlich krass hier. Wow. Das sieht auch aus, als würden die aus dem Weltall kommen, die Blitze. Also, das ist so ein bisschen beunruhigend. Aber die Station, ich dachte im ersten Moment, die steht gleich irgendwo hier ein, aber die scheint stabil da unterhalb der Wolken rumzusegeln. Das ist vielleicht noch so ein bisschen komisch. Oh, das sieht man jetzt tagsüber nicht so gut. Nachts nicht so gut. Tagsüber hat man das besser gesehen. Also die war definitiv unter den Wolken. Das ist schon sehr seltsam. Oh, du bist ja pink. Nee, was ist das? Blau-pink? Yeah. Die sehen super cool aus. Vielleicht können wir sowas später pflanzen. Mal gucken. Ah, hier sehen wir unseren Schatten. Yeah. Okay. Ja, also wir sind Robin. So viel wissen wir jetzt. Hier steht ein Schneemann. Der Ausrüstung für uns? Der hat so ein Atemgerät dabei, ne? Destroy Snowman. Oh, ich will den noch nicht kaputt machen. Aber vielleicht brauchen wir das Atemgerät, ne? Oh, der gibt es nicht her. Na gut, dann hätten wir uns das auch sparen können. Der arme Schneemann ist für nichts gestorben. Die Lampe können wir auch nicht mitnehmen. Springen wir mal. Oh, ich glaube nicht, dass wir da... Das sieht nicht aus wie Wasser. Oh, au, au. Jetzt haben wir einen Sprung in der Scheibe. Nicht so gut. Okay. Also das ist Eis und ich glaube, ich bin ein bisschen zu tief runtergesprungen, ehrlich gesagt. Oh, jetzt sind wir schon wieder oben. Ja, genau. Die Leitern hier, die teleportieren uns ja praktisch. Subnautica. Okay. Wenn es da nicht ins Wasser geht, dann... Oh, da ist ein Gang, ne? Da kommen wir aber nicht hoch. Keine Chance. Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Ich denke mal, hier unter der Station gibt es nicht mehr viel zu sehen. Das sieht relativ... Ja, da ist einfach nur Schnee. Das heißt, wir gehen mal hier in diese Richtung. Da ist noch so ein Weg. Oh, das sind so leuchtende Pflanzen. Nice. Wir suchen ja unseren Kollegen. Da können wir noch mal kurz nachgucken. Wir suchen... Naja, wir haben mit Sam geredet. Und irgendwer wird vermisst, ne? Da müssen wir jetzt mal gucken, wo der sich rumtreibt. Work Dogs. Das haben wir noch nicht gelesen. Altera Employee Profile. Sam Goodell. Ah, okay. Das ist das Profil von unserer Schwester. Die ist 48. Die ist aber schon ein bisschen älter als wir, oder? Na gut, wir wissen ja auch nicht, wie sich das mit dem Alter hier verhält. Da gibt es bestimmt schon neue Technologien, die das Alter hier ein bisschen aufhalten können. Wir sind, also die ist auch hier bei uns, 4546B. Und genau, wir sind hier Robin Goodell. Die entsprechende Schwester. Die Mutter ist schon gestorben. Wissen wir alles schon. Background. Sieht so aus wie bei uns so in etwa. Und Employment. Marketing Division. Und ja, die hat so ein bisschen was anderes gemacht als wir scheinbar. Und aktuell ist sie als Human Resource Analyst eingestellt. Das heißt, die guckt wohl so ein bisschen, dass jeder seine Arbeit gescheit macht und wie gut er die macht und so. Okay, also die kontrolliert uns ein bisschen, das haben wir schon festgestellt. Und sie ist sehr reward motiviert. Also sie hat ganz gerne irgendwelche Belohnungen. Das ist schon mal interessant. Well integrated.
Okay, also sie ist gut in das Altera-System integriert. Das ist ja auch wunderbar. Haben wir auch schon festgestellt, die redet nicht so viel mit uns, es sei denn, es gibt irgendwas zu tun. Extrovertiert, sensibel, denkt viel nach und okay, sie bewertet auch ganz gerne andere Menschen zum Beispiel. Wir haben noch einen Data-Download. Research Notes. Okay. Das sind ziemlich lange Codes. Oh, ich glaube, die Blumen sind aufgegangen. Oh, die gucken uns an. Nice. Ich hoffe mal, die hypnotisieren uns nicht oder so. Aber die scheinen ganz lieb. Wir können die ja nicht scannen. Wir haben ja keinen Scanner. Den müssen wir noch finden. Oder herstellen wahrscheinlich, ne? Nice. Das ist mega cool hier. Echt schön. Mal gucken, wo uns das hinführt. Wahrscheinlich zu dieser Alien-Station. Die ist ja da oben, ne? Da haben wir sie gerade wieder gesehen. So, wie hieß denn der, den wir suchen? Ich habe das schon wieder komplett vergessen. Wir suchen ja einen verloren gegangenen Kollegen, ne? Der muss hier irgendwo sein. Genau, der Techniker ist verloren gegangen, der Joe Jeffries. Mal gucken, ob wir den Joe irgendwo auftreiben können. Der wird bestimmt irgendwo bei dieser Alien-Einrichtung sein und die hier untersuchen. Die Dinger kennen wir auch schon. Yeah. Wir sind hier scheinbar in so einem Gletscher drin, ne? Das sind komplette Eiswände hier. Super cool. Oh. Das muss der Eingang in die Alien-Struktur sein. Da gibt es auch noch einen Durchgang. Und hier stehen überall Forschungsgeräte. Ein Mikroskop. Noch irgendwas. Nice. Eine Kaffeemaschine. Funktioniert nicht. Da sind irgendwelche Kristalle. Okay, dann gehen wir da jetzt rein, oder wie? Schauen wir mal. Da liegt ein PDA. Access denied. Further efforts will be denied forcefully. Concede, Robin Uno. Oh. How do you know my name? I come in peace. Die kennen Sam, uns. The building just powered up. It spoke to me. Are you safe? It's never done that before. I'm fine. No sign of Jeffries. I've got an electrical storm on the sensors. I think it's already here. That cavern isn't stable. I want you to get back to... Sam? Oh. Damn it! Kommunikation unterbrochen. Wir haben kein Tablet. Das heißt, wir kommen hier nicht rein. Da drin wäre es bestimmt sicherer als hier draußen. Hier ist gerade ein elektrischer Sturm, also praktisch so ein gewitterartiges Gerät aufgezogen scheinbar. Dann gehen wir am besten zurück in die Station, oder? Bevor hier noch irgendwas passiert. Oder wir suchen den... Wir können auch den neuen Weg untersuchen, theoretisch. Hm. Oh! Oh oh! Die armen Blumen! Wow! Kommen wir da noch raus? Sieht jetzt nicht so aus, ne? Nee, da ist zu. Das können wir knicken. Kommen wir vielleicht da hoch? Wow. Der Blume geht's ja noch gut. Nichts passiert. Dann gehen wir halt hier wieder raus. Wow, das sieht aber schon ziemlich cool aus. Geht echt ab hier mit den Gewittern. Jetzt haben wir den anderen Weg gar nicht gecheckt, ne? Gehen wir vielleicht nochmal zurück und gucken uns das auch an. Das interessiert mich jetzt. Da war ja noch ein Weg. Gehen wir den nochmal kurz und gucken da rein. Wir kommen jetzt sowieso nicht zurück zur Basis, oder? Der Weg ist ja verschüttet. Mal schauen, ob man hier vielleicht auch irgendwo durchkommt oder ob da noch irgendwas Interessantes versteckt ist. Nee. Nichts Interessantes versteckt. Das ist eine Sackgasse. Okay. Dann gehen wir den anderen Weg zurück. Das sieht ja wirklich schön aus, aber am liebsten würde mich schon irgendwo unterstellen, ganz ehrlich. Der letzte Blitz hat hier die ganze Schlucht zum Einsturz gebracht. Mal gucken, ob wir in die Station zurückkommen, ob die noch heil ist. Okay, da kommen wir dann nicht mehr hoch jetzt, ne? Was ist das für ein Kraut? Wir brauchen dringend den Scanner. Yeah. Super cool. Also hier wächst ganz schön viel Kraut dafür, dass es so kalt ist, ganz ehrlich. So, kommen wir nicht sowieso zur Basis? Ja, da vorne ist sie doch. Das passt schon alles. Wir sind gleich wieder da. Oh, eine Lawine. Nein, die Basis.
Der Funkturm. Das ist jetzt aber nicht so cool. Ich weiß nicht, ob wir die wieder ausgraben können. Ich habe keine Schaufel dabei. Ich weiß nicht, ob wir mit einer Schaufel weit kommen, ganz ehrlich. Eieiei. Okay, und jetzt? Das ist noch komplett gefroren. Also ins Wasser kommen wir auch nicht. Oh, der Turm fällt. Okay, jetzt kommen wir ins Wasser. Die Leiter ist runter. Jetzt kommen wir da, glaube ich, nicht mehr hoch. Wow, bin durchs Eis gefallen. Okay, also da kommt man durch diese Eisschollen durch. Die sind nicht stabil. Da schwimmt der Turm. Hier gibt es auch wieder so coole Pilze. Nice. Säurepilze. Das war jetzt aber, glaube ich, ein anderer Pilz. Ne? Ja, ich glaube nicht, dass wir da wieder hochkommen, ganz ehrlich. Ich denke, die Basis ist verloren. Eieiei. Dann tauchen wir jetzt... Oh. Das heißt, wir bleiben am besten unter Wasser, oder wie? Ich glaube, wir hauen da mal ab. Wir tauchen jetzt einfach mal hier durch und gucken, wo uns das hinführt. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo wieder... Hier kommen wir wieder an die Oberfläche, weil ansonsten geht mir irgendwann der Sauerstoff aus. Was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Oxygen. Oh. Das ist eine Sauerstoffpflanze. Das ist ja cool. Die hat uns wieder Sauerstoff gegeben. Und da oben sind wir schon wieder raus. Okay. Gucken, wo uns das hinführt. Wo sind wir hier? In der Höhle. Ah, Rohstoffe. Nehmen wir gleich wieder mit. So ein bisschen Gold oder so. Was war das denn? Kupfer. Kupfer ist auch gut. So. Da müssen wir, glaube ich, lang, ne? Von da unten sind wir gekommen. Nice. Sind wir jetzt am Meer? Hier gibt's Fische. Super cool. Die kennen wir doch. Nee, den kennen wir nicht. Hubfisch? What? Das ist was Neues. Wow, wir sind im Meer. Da sind diese Pinguin-Dinger. Nice. Die müssen wir uns anschauen. Hier gibt's so viele coole Fische. New creature discovered. Ei, ei. Ein Ei. Oder was? Gravity Trap. Ach so, das Ding kennen wir ja eigentlich auch schon. Ne? Was gibt's hier noch so? Das ist so ein Glubscher? New creature discovered. Nee, ein Pieper ist es. Die. Was bist du denn? Du bist so ein Pinguin. Pengling. Ich hab ihn. Was machen wir mit dem? Pinguin Baby. Nice. Oxygen. Wir brauchen Robin, Sauerstoff. Come in. I copy. I'm out in open water. Stay where you are. I'm sending a rescue shuttle. No, I'm okay. I just need shelter. Fine, I'm sending a temporary habitat instead. Look up. Thank you, Sam. Call me when you get there. Okay, die schickt uns ein Habitat. Ich sehe nichts. Ah, da kommt es. Oh. Die sind ein bisschen komisch, die Dinger. Die machen immer den Kopf auf. Die sehen aus. Mach nochmal den Kopf auf. Die haben, glaube ich, ziemlich Zähne oder sowas, ne? Irgendwas. Oh, das ist der nächste. Die schubsen sich. Wieso kommen die alle zu mir? Wollen die den Fisch? Was passiert denn, wenn ich den hier wieder loslasse? Der schwimmt da weg. What? Okay. Und was, wenn wir den Pinguin rausnehmen? Ich glaube, ich habe ihn rausgeworfen, oder? Ja. Ich glaube, ich habe ihn rausgeworfen. Pinguin, können wir den wieder einsammeln? Da vorne ist so ein kleiner. Oh, die haben mich geschubst. Komm mal zu mir. Nice. Du hast vier Augen. Oh, haben die Zähne. Den stecken wir am besten schnell weg, bevor er uns den Finger beißt. Die sehen schon gefährlich aus, ganz ehrlich. Okay. Da ist irgendwas in der Luft. Ich weiß nicht, was das ist. Hier sind überall irgendwelche Sachen in der Luft. Wo ist denn jetzt unser... Da ist das Tauchding. Das ist unser Habitat. Das heißt, von da aus werden wir dann wahrscheinlich operieren, oder? Der Sturm scheint wieder verzogen zu sein. Wir sind ja nicht weit geschwommen eigentlich, ne? Wir sind eine Minute geschwommen und jetzt ist der Sturm vorbei. Na gut, das ist ja eigentlich
keine schlechte Nachricht. Oh, das sind so Rochen oder sowas. Weiß nicht, ob wir uns mit denen anlegen sollten. Oh, die ist ziemlich tief. Das ist auch so ein Rochen. Noch einer. Die sehen irgendwie unentspannt aus. Und da draußen ist unser Habitat. Schwimmen wir da mal rüber? Wir können schneller schwimmen als laufen. Das ist ziemlich cool. Okay, wir haben so ein Solarpanel. Nice. Das ist so eine modernere Version von diesem, Ach, das ist ja auch ein Habitat, ne? Das letzte, was wir hatten, war so ein Escape-Pod. Das ist was anderes. Wir haben sogar eine geile Tür hier. Eine richtig große Tür. Aber die führt direkt nach draußen. Das heißt, wenn man die aufmacht, Sam, I'm at the Habitat. Oh. Any word on Jeffreys? Nothing yet. And the facility? It said my name. I need to know why. I know. Make something to eat. Get equipped. I'll have answers by then. Will do. Okay. Also die Augenfische sind gut zum Trinken. Die haben scheinbar ziemlich viel, enthalten viel Wasser. Den ziehen wir uns gleich mal rein, ja? Mm. Und die Pieper sind natürlich auch sehr lecker. Yeah. Okay. Können wir die Pinguine braten? Ich glaube nicht. Das hätte ich schon gesehen, oder? Das ist unsere Storage. Fabricator? Nee, die können wir nicht braten. Das wäre ja super fies. Okay. Ja, wenn man die Tür hier aufmacht, dann wird das ganze Teil wahrscheinlich geflutet, oder? Hier gibt es ja keinen so Zwischenschacht. Aber ich glaube, das war bei Subnautica schon immer so, ne? Gut. Storage? Müssen wir irgendwas lagern? Vielleicht einen Pinguin, ne? Ich weiß nicht, was wir mit dem machen. Kupfer lassen wir auch hier. Und dann haben wir wieder viel Platz zum Lager von irgendwelchen Sachen. Gut, das sind die Gespräche. In der Datenbank haben wir einen Wochenreport, den kennen wir schon. Und Alien Research Site Zero. Also diese Research Station Zero ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir da sind. Und die ist sehr gut geschützt. Da sind wir bis jetzt noch nicht reingekommen. Da gibt es überall diese Force Fields, die wir noch irgendwie umgehen müssen. Und dann wird es spannend. Da müssen wir mal rausfinden, was da eigentlich los ist. Die Aliens haben natürlich überall ihre Research-Stationen und versuchen irgendwie gegen dieses Bakterium vorzugehen, was denen ja scheinbar den Garaus gemacht hat. Also das war wahrscheinlich auch wieder so eine Research-Site, wo sie versucht haben, dieses Bakterium zu besiegen, vermute ich jetzt mal. Mal gucken, ob wir da irgendwas Neues rausfinden können. Arctic Survival Guide. Okay. Winde können einen ziemlich schnell runterkühlen und für... Also Unterkühlungen sorgen. Wir müssen also aufpassen und immer gucken, wo es natürliche Unterschlüpfe gibt. Oh, das sind irgendwelche Fische draußen. Ja, wir müssen immer was zu essen mitnehmen und so und immer was Heißes zu trinken. Das klingt natürlich gut. Vielleicht finden wir irgendwo so eine Teekanne oder sowas oder eine Kaffeekanne. Und wir sollen uns gut anziehen. Okay. Wir sollen so eine Cold Suit herstellen. Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber dafür brauchen wir erstmal Ressourcen, ne? Können wir die schon herstellen? So eine Cold Suit? Equipment? Fins? Tank? Nee, momentan noch nicht. Aber wir können den Scanner herstellen. Nice. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Ressourcen. Wir brauchen so Säurepilze und sowas für die Batterien. Kupfer, Titan. Und dann stellen wir uns mal den Scanner und die wichtigsten Sachen her, dass wir hier langsam loslegen können, ne? Hier haben wir noch so einen Start hier. Guide. Wir sollen uns erstmal in sichere Umgebung begeben und sollen uns, ja, versorgen. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht so wirklich. Wir sollen ein Signal raussenden, haben wir schon gemacht. Wir reden ja die ganze Zeit mit Sam. Und Emergency Supplies sind schon da sind wir schon drin. Ich denke, die Punkte haben wir schon zum großen Teil erfüllt. Wir sollen ein Habitat bauen. Okay, wir können natürlich mal ein gescheites bauen, ne? Survival Equipment und andere Überlebende suchen. Ja, wir wissen immer noch nicht, was mit Joe passiert ist. Joe ist irgendwo da drin wahrscheinlich. Und wir sollen versuchen, möglichst gesund zu bleiben. Gut. Unsere persönlichen Files wurden verschlüsselt und können später abgeholt werden bei einem von einem Ingenieur, der da die Lizenzen zu hat. Okay, also die legen auch so ein bisschen Wert auf Datenschutz. Das ist doch wunderbar. Oh, da ist ein Pinguin. Yeah, die können gut schwimmen. Gut, dann geht's jetzt erstmal ans Ressourcensammeln. Da ist so ein Rochending. Ich tue jetzt mal so, als wären die vielleicht gar nicht gefährlich.
Wir müssen die unbedingt scannen, dass wir mehr über die wissen. Das heißt, wir bauen uns als erstes den Scanner. Und dann die Tauchflasche. Ich habe nämlich nicht gerade viel Sauerstoff. Und es geht da ganz schön tief runter, ne? Ziemlich dunkel schon wieder. Was ist das denn? Ribbon Plant. Okay. Eine Schleifenpflanze. Und Ressourcen? Gibt's jetzt nicht allzu viel, ganz ehrlich. Was ist das? Viele neue Pflanzen, super interessant. Aber wenige Ressourcen. Da brauchen wir eine gute Ressourcensammelstelle irgendwo. Hier gibt's jetzt nicht so super viel. Vielleicht finden wir irgendwo so... Oxygen. Oh, Sauerstoff. Ja, es gibt bestimmt irgendwo ein gutes Vorkommen. Das müssen wir nur erst finden. Wow, 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 wow. Alter Schwede, das war knapp. Ich bin, glaube ich, irgendwo drunter durchgetaucht. Ohne das zu bemerken. Das ist super gefährlich hier. Das sind überall so Eisschollen und da bekommt man keine Luft. Da muss man natürlich immer einen Ausgang irgendwie in Sichtweite möglichst haben. Wow, zum Glück habe ich da diese kleine Stelle gefunden, wo wir durchs Eis durchkommen und ein bisschen atmen können. Okay, wir können aber da wieder durchtauchen. Oh, das war ganz schön stressig jetzt. Okay, aber wir haben schon so ein paar Ressourcen zusammen. Wir brauchen wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr Kupfer. Und für die Batterien brauchen wir eigentlich so Säurepilze. Die habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht geht es auch mit anderen Ressourcen. Mal gucken, was wir noch finden. Ich nehme einfach mal alle Fische mit, die wir so finden. Ich habe auch so einen Wasserblasenfisch. Die sind auch sehr lecker. Und wasserreich. Das ist bestimmt auch gut. Vielleicht können wir diese Schleifenpflanzen für irgendwas verwenden. Mal gucken. Okay. Ja, gehen wir erstmal zurück. Oxygen. So richtig viel Neues habe ich jetzt nicht gefunden. Okay. Irgendwie ist es immer komisch, oben aus dem Wasser rauszukommen. Ganz viel Quarz gibt's. Das ist immer so ein Gefühl, als würden wir irgendwie auf dem Wasser stehen. Also das ist manchmal ulkig mit den Eisschollen oder so. Okay. Ja, gehen wir mal wieder hier rein. Das nehmen wir noch mit. Oh, direkt unter der Basis. Praktisch. Ab da. Und jetzt gucken wir mal, ob wir uns irgendwie so eine Batterie herstellen können. Das ist jetzt das Interessanteste eigentlich. Electronics? Okay, mit Ribbon Plants können wir das herstellen. Kupfer und Ribbon. Nice. Ich hoffe, eine reicht. Dann Tools, Scanner, Batterie und Titan. Easy. Das war das Wichtigste. Jetzt können wir auf jeden Fall mal alles scannen und so rausfinden, was es hier eigentlich gibt und was man damit machen kann. Wir können auch Salzfische herstellen. Ich denke, wir kochen die einfach so ganz normal, die Fische. Den kochen wir und den anderen verarbeiten wir zu Wasserflaschen. Das klingt irgendwie nicht so nett. Filtered Water. Wir müssen ja immer ganz viel essen und trinken. Ist ja ein Survival Game, ist ja klar. Glas können wir auch direkt mal herstellen. So. Rest lassen wir hier. Da drin. Und dann gehen wir erstmal wieder raus, hätte ich gesagt. Und suchen weiter. Wir haben jetzt den Scanner. Das können wir eigentlich direkt trinken, ne? Rechtsklick. Nee, geht so nicht. Den können wir essen. Machen wir direkt. Gluck und Mampf. Oh, das Wasser hat nicht viel gebracht. Wir müssen uns auf jeden Fall eine gescheite Nahrungsmittelversorgung ranschaffen. Jetzt können wir den scannen, diesen komischen Rochen. Pinna Courage. Okay. Das klingt interessant. Was kann der denn so? Indigenous Life Forms. Fauna. Carnivore. So, ist ein Fleischfresser. Gut zu wissen. Der ist intelligent und neugierig. Und jagt. Okay. Der muss an die Oberfläche zum Atmen. Der isst Fisch. Man kann den auch von Hand füttern. Wenn es ein Fleischfresser ist, was soll er sonst essen außer Fisch? Oder vielleicht Menschen, aber die gibt es ja nicht so oft. Und man kann den vielleicht auch zähmen? Taming Potential. Was passiert denn, wenn wir den mit Fischen füttern?
So viele Fragen. Wir müssen uns erst ein Messer herstellen, damit wir Fische meucheln können und die verfüttern, ne? So. Das direkt scannen. Bam. Gravity Trap. Wir brauchen unbedingt eine Taucherflasche. Das ist super wichtig. Ansonsten kommen wir hier nicht weit. Okay, da kommen wir wieder hoch. Das nehmen wir mit. Brauchen wir dringend. Erstmal scannen. Wir haben keine Zeit mehr. Ich muss erst hoch. Ja, wir brauchen ganz dringend eine Taucherflasche. Super cool hier. Boomerang, die kennen wir ja schon. Und hier oben ist es immer ziemlich ungemütlich. Also unter Wasser ist es deutlich schöner auf jeden Fall. Wir brauchen ganz viele von diesen Ribbon Plants, dass wir uns Batterien herstellen können. Die sind wohl die neuen Säurepilze. Das ist eine gute Ecke hier. Gibt es gute Ressourcen. Ein Ei-Ei. Oh, ich habe vergessen, den zu scannen. Wir müssen ja alles scannen hier. Signal location uploaded to PDA. Whoa. Robin, the boss wants a sit-rep. I'm cold, I lost all my gear, and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. I can't authorize another drop. Hold on. There's an emergency cache. Hasn't been touched since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Send me the cords. On your HUD. Okay. Also die haben hier scheinbar schon Emergency Drops runtergeworfen, bevor überhaupt irgendein Emergency war. Das ist ganz interessant. Seegleiter. Nice. Wir haben schon den Seegleiter-Blueprint. Den können wir uns dann auch herstellen. Das heißt, wir brauchen nicht ganz so viel Sauerstoff, weil wir schneller schwimmen können. Das ist auch praktisch. Man muss echt immer gucken, ob man da irgendwo an die Oberfläche kommt, weil ganz oft hat man Eis über dem Kopf und ist dann immer schwierig mit dem Atmen. Okay. Ja, und es gibt unglaublich viel zu erkunden hier. Ganz viele neue Fische und ganz viel Quarz. Also wir sollten wahrscheinlich am besten aus Glas bauen. Das Ding haben wir dann auch komplett. Bam. Nehmen wir mit. Blasenfische mitnehmen. Wir müssen ganz viel trinken. Dann machen wir uns einfach mal auf die Socken Richtung Supply Cache, oder? Das klingt ja ganz gut. Vielleicht ist da direkt so ein, ja, irgendwas Cooles drin, was wir uns dann nicht herstellen müssen. Da ist ein Pieper. Schon wieder. Und ein Boomerang. Ja, wir müssen die alle neu scannen. Die kennen wir ja alle noch gar nicht. Wir sind ja jetzt Robin. New creature discovered. Du bist so ein Pieper. Du wirst auch gescannt. Du kannst nicht entkommen. Bam. Arctic Pieper. Das sind da auch andere Tiere eigentlich, ne? Das sind die arktischen Varianten von den Tieren, die wir schon kennen. Nice. Oxygen. 230 Meter. Oh, das sieht aber aus, als wäre das unter dem Eis. Das könnte ein bisschen unentspannt werden. Ja. Okay, da vorne ist Luft. Oh, hier sind so Algen. Cool. Da gibt es auch viele Ressourcen. Das ist aber schon wieder so ein bisschen tief zum Runtertauchen fast. Immer gucken, dass wir möglichst Himmel über dem Kopf haben und kein Eis. Creepwine. Okay. Nice. 100 Meter. Kommen wir da hin? Was ist das denn? Titanholfisch. Ein Riesenlochfisch. Was passiert, wenn wir da durchtauchen? Geht das? Ja, das geht. Nice. Oh, aua. Was war das? Irgendwer hat mir wehgetan. Ich weiß nicht genau wer. Was haben wir denn jetzt gefangen? Wir haben so ein... Was war das? Arctic Pieper. Ich dachte, wir hätten den erwischt. Vielleicht haben wir den noch nicht erwischt. Da war ja so ein kleiner Fisch. Ja, das sind jede Menge. Die sind aggressiv. Symbiot. Ach, die gehören zu dem anderen Titan-Ding dazu, ne? Aua. Ich will die jetzt scannen eigentlich. Okay, wir haben sie gescannt. Kann ich die fangen? Aua. Die tun mir schon so ein bisschen weh.
Nee, man kann die nicht fangen. Man kann die zwar irgendwie so nehmen angeblich, aber die lassen sich nicht greifen, sondern die tun mir dann weh, glaube ich. Halten wir uns von denen mal fern, das ist nicht so cool. So, von hier aus sind es ein bisschen über 70 Meter. Kommen wir da hin? Oh, das ist schon sehr tief. Cash. Oh, das wird super eng. Sind wir da mit? Mehr gibt's da gar nicht. Wir hauen wieder ab. Richtung. Oh, das Luft. Da gehen wir hoch. Ich glaube, das ist die falsche Richtung, aber Hauptsache Sauerstoff erstmal. Yeah. Also hier gibt es richtig viel zu erkunden, ne? Je nachdem, wie viel Sauerstoff wir haben, können wir dann wahrscheinlich auch weiter erforschen. Wir gehen jetzt zurück Richtung Port, dann müssen wir in die Richtung. Weil durch viele Regionen kommen wir wahrscheinlich gar nicht durch, weil wir gar nicht so lang tauchen können, um unter dem Eis durchzutauchen. Okay. Jetzt habe ich überhaupt nicht gelesen, was wir eigentlich bekommen haben. Das müssen wir uns noch anschauen. Ich war beschäftigt, da nicht drauf zu gehen bei der ganzen Geschichte. Den haben wir ja schon gescannt, ne? So nochmal durchtauchen, das ist einfach cool. Was, der hat Oxygen für uns? Nice. Hier gibt es so viele nützliche Tiere und Pflanzen. Cool. Okay, gehen wir mal auf die Scholle hier rauf. Ach, geht nicht. Kommen wir hier hoch? Jawohl. Und dann lesen wir uns das kurz durch hier. Was haben wir denn Neues gefunden? Pinnacarid. Das kennen wir schon. Symbiote. Small, fast Predator. Also der frisst auch Fleisch. Deswegen ist er so aggressiv. Oh, und die Nisten in diesen Titan-Lochfischen. Ja, und die verteidigen sich. Koste es, was es wolle. Das haben wir schon festgestellt. Die essen alles, was den Titan-Lochfisch angreift. Zum Beispiel auch uns. Also man kann die wohl schon irgendwie einfangen. Hier steht, man soll die fangen und oder neutralisieren. Also man kann die wohl auch fangen. Man muss die nicht unbedingt killen. Können wir jetzt noch nicht, weil wir gar kein Messer haben. Und der Lochfisch ernährt sich von den Überresten dieser kleinen Fische. Also das ist so eine Symbiose, die da am Laufen haben. Ansonsten haben wir noch den Lochfisch gefunden. Und der versorgt uns mit Oxygen. Der versorgt auch diese kleinen Fische da mit Oxygen. Die leben davon. Die kleinen Fische brauchen wohl immer Sauerstoff. Und der Titan-Holefisch braucht die Reste von den kleinen Fischen. Cool. Und dann gibt es hier noch einen Pflanzenfresser. Den Pieper, den kennen wir ja schon so ein bisschen. Camouflaged. Den Blätterfisch, der gibt uns immer gut Wasser. Und Pump Out Water. Yeah. Und den Boomerang, den kennen wir auch schon. Dann gibt es noch Flora. Wir haben ja die Creepvines gefunden. Wofür können wir die denn verwenden? Die sind essbar und mit denen kann man auch irgendwelche Sachen bauen. Also die sind auch wieder Ressourcen für irgendwas Interessantes. Generic Ribbon. Da steht noch nichts drin. Also Early Access, das ist halt so die Sache. Ein paar Sachen sind einfach noch nicht beschrieben und so. Das kommt dann noch. Oh, jetzt ist es erstmal ziemlich dunkel. Wir gehen jetzt gemütlich nach Hause. Oder schwimmen nach Hause. Hier sieht man auch nicht wirklich viel mehr. Wir brauchen auch eine Taschenlampe. Das wäre auch ganz wichtig. Den nehmen wir mit. Den hier auch. Wir brauchen scheinbar ziemlich viele von denen. Oh, den müssen wir noch scannen. Hubfisch. Ja, wir haben ziemlich viel Durst und Hunger. Das heißt, wir müssen immer viele Fische einsacken. Und hier gibt es ja keine... Genau, hier gibt es nicht diese Tubes. Da gab es ja so coole... Oh, wie nennt man die? Korallen. Korallenschläuche, sowas in der Art. Die konnte man ja abfarmen und mit Hilfe von Salz Wasser herstellen. Das geht hier jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich habe die noch nirgendwo gefunden. Vielleicht gibt es da irgendwelche anderen Sachen, die man verwenden kann. Das finden wir noch raus. Okay. Ich glaube, so ging das, ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher wegen den Rezepten. Da gibt es so viele Rezepte in Subnautica. Der hat wieder die Fische angegriffen hier. Wir müssen unbedingt versuchen, so ein Ding zu zähmen, so ein Rochen. Was bist du? Du bist... Dich haben wir schon gescannt, du bist ein Pieper. Was nehmen wir mit? Oxygen. Dann müssen wir als erstes wieder an die Oberfläche zum Sauerstoff holen.
So, da sind wir wieder zu Hause in unserem kleinen, ja, sagen wir mal zu Hause, in unserem kleinen Pod. Und jetzt wollen wir uns natürlich das Messer herstellen und was trinken müssen wir auch dringend. Und dafür brauchen wir Silikon-Rubber und das müssen wir uns herstellen aus diesen Seeds. Diese Creepvine-Seeds. Da war ich nochmal draußen, habe so ein paar gesammelt. Jetzt können wir uns so Silikon-Rubber herstellen. Ich stelle mal direkt zwei her. Und dann können wir auch noch ein bisschen was von dem anderen Zeug herstellen. Lubricant. Wie viel haben wir denn? Noch eins. Die sind ziemlich groß, also die müssen wir auf jeden Fall verarbeiten irgendwie. Noch so ein Silikon-Rubber. Rubber. So ein Rubber. Und okay, wir haben auf jeden Fall ziemlich viele dabei. Jetzt sollten das irgendwann... Gut, das war alles. Jetzt können wir uns hier... Copperwire brauchen wir im Moment nicht. Das Messer herstellen. Das ist wichtig, weil mit dem Messer können wir uns dann aus diesen Creepvines so Stücke rausschneiden und daraus dann dieses Fasergewebe herstellen. Fiber Mesh aus Creepvine Samples. Und das brauchen wir, um uns die Taucherflasche herzustellen. Die ist hier mit drin. Fiber Mesh. Das heißt, ich gehe nochmal raus mit dem Messerchen und bearbeite diese Creepvines, stelle uns die Taucherflasche her und da müssen wir, glaube ich, nochmal davor tauchen. Da gab es nämlich noch mehr zu sehen. Das Beacon ist immer noch nicht weg. Also da gibt es wohl noch irgendwas, was ich nicht direkt entdeckt habe. Und da müssen wir nochmal hintauchen. Auf jeden Fall, sobald wir die Flasche haben, können wir uns da so ein bisschen mehr umgucken und sehen dann hoffentlich auch so ein bisschen mehr. Ich bin super gespannt, was es hier alles zu entdecken gibt. Wir haben schon ziemlich viel gefunden. Es gibt auch einige neue Sachen. Also auf jeden Fall super interessant. Wir müssen alle Rezepte neu finden. Das heißt, das ist jetzt erstmal wieder eine Riesensuche. Natürlich brauchen wir die ganzen Ressourcen. Und wir müssen auch irgendwo unsere Base aufbauen. Das ist dann die Frage, wo wir das machen. Ich habe ja keine Ahnung, wo wir später hin müssen. Für mich klingt es so, als wäre unser Hauptziel hier wirklich diese Station zu erforschen. Also würde es eigentlich schon Sinn machen, unsere Hauptbasis hier in der Gegend zu errichten, ne? Mal gucken, das sind jetzt schon wieder, das ist alles Zukunftsmusik. Wir sind noch nicht wirklich weit gekommen. Also, die Basis brauchen wir erstmal nicht. Jetzt brauchen wir erstmal so die Basic-Ausstattung. Aber ich bin natürlich schon am Überlegen, was wir da alles machen können. Na gut, als nächstes dann die Taucherflasche, das Wichtigste. War auf jeden Fall schon wieder richtig cool hier. Diese Pinguine sind total witzig. Wie heißen die? Penguins oder so, ne? Die sind super nice. Haben wir die schon gescannt? Ich glaube nicht. Mal gucken. Penguin heißen die. Okay. Indigenous Lifeform. Penguin. Penguin. Bird-like creature. Jagt Fische und lebt. Also jagt die Fische unter Wasser. Und die stehen gerne zusammen oben auf so Eisschollen rum und wärmen sich gegenseitig so ein bisschen wahrscheinlich. Kuscheln. Ja, frisst Fisch und die Kleinen werden auch mit Fisch gefüttert. Es wird wieder so hochgewürgt, wie das üblich ist bei so Vögeln. Ja, ich habe vergessen, was zu trinken. Das müssen wir noch machen. Ich habe ganz viel Wasser in unserem Pot. Habe ich schon gesammelt. Die haben ganz scharfe Zähne, haben wir schon gesehen. Super gefährlich. Also vor dem müssen wir uns so ein bisschen in Acht nehmen, aber die sind ja scheinbar nicht aggressiv. Okay. Die sind nicht so kuschelig, wie sie aussehen angeblich. Aber bis jetzt waren sie eigentlich ganz kuschelig, ne? Die sind echt nicht aggressiv. Die glitschen hier so durch die Gegend. Tschüss. Okidoki, das war's aber erstmal für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen hier in der Welt von Subnautica auf 4546B. Ich hatte auf jeden Fall wieder einen Riesenspaß und ich bin mega gespannt, hier die Welt weiter zu erforschen. Für heute danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.